Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht's wieder um Phrasologie bei Watzim und Iwao. Heute ist der zweite Part angesagt. Ich würde sagen, wir starten rein. Viel Spaß euch. So, also, was wird in diesem Tutorial heute vorkommen? Also, wir werden nochmal kurz wiederholen, was im letzten Tutorial vorgekommen ist. Dann werden wir durchgehen, wie man den Tower kontaktiert und was er dann sagen wird. Was muss ich bei dem Start beachten und bei der Startfreigabe? Und wie wird der Flug in der Luft ablaufen? Also ganz einfach heute dieses Mal. Ich würde sagen, wir starten. Also, was haben wir im letzten Tutorial gemacht? Wir haben ganz einfach uns die Clearance sozusagen geholt. Und haben dann Pushback angefordert und sind dann zum Holding Point getaxied. So, aber heute geht es darum, wie kontaktiere ich den Tower? Der Tower ganz einfach, wie auch bei den letzten Funksprüchen, auch wieder erstmal München. Wir sind ja noch in München. München Tower, Servus. Lufthansa Sierra Niner on Holding Point November 3. Heißt, wir sind bis zum Holding Point über Whiskey 2 und Bravo 3, glaube ich, sind wir dann auf November 3 gefahren. So, dort stehen wir jetzt. Dann kontaktieren wir halt den Tower mit unserem Callsign hier und mit dem Holding Point, wo wir gerade im Moment sind. Dann wird der Pilot, also im Piloten, der Funk, dann uns, also der Tower, uns zurück sagen, Lufthansa Sierra Niner, München Tower, Servus, Taxi to Holding Point Alpha 3 via November. Heißt, wir sollen an den Holding Point Alpha 3 taxien und dann über November. Das wäre halt in dem Falle, würden wir rüber taxien, nur über November, dann hoch und hier wäre die Startbahn und hier müssten wir halten auf Alpha 3. Und wir tun das ganz einfach wiederholen. Taxi to Holding Point Alpha 3 war November Lufthansa Sierra Niner. Das habe ich jetzt vergessen hinzuschreiben, aber das könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Super, genau. Also so viel zum Tower. So, jetzt hat, was muss ich beim Start beachten? Wir stehen jetzt halt vor der Startbahn und sind jetzt soweit fertig. Heißt, als erstes muss geschaut werden, ob das Flugzeug bereit ist, um abzuheben. Heißt, wir schauen, ob alle Lichter angeschaltet sind, ob die Seatbelts dran sind, bla bla bla. Die Landing Lights müssen vor dem Rollen auf die Startbahn angeschaltet werden. Das ist ganz wichtig, dass wenn ihr fliegt, immer die Landing Lights vor dem auf die Startbahn rollen. Heißt, ihr habt jetzt die Startfreigabe bekommen, dass ihr auf die Startbahn rollen dürft. Heißt, ihr macht in dem Zuge auch dann die Lichter. Dann kommen wir zur Startfreigabe. Auch was ganz Besonderes, da wir nur zwei Funksprüche tatsächlich haben. Einen von uns, einen vom ATC. Heißt, es wird gefunkt vom ATC, wenn wir noch am Alpha 3 stehen. Lufthansa Sierra Niner, Wind 120 degrees, 10 knots, Runway 08 left, cleared for takeoff. Einfaches Readback wieder machen, Runway 08 left, cleared for takeoff, Lufthansa Sierra Niner. In dem Fall müssen wir diese zwei Sachen hier nicht mitnehmen, weil die unnötig sind. Das sind nur Informationen für uns, damit wir wissen, wie wir fliegen müssen und alles. Dann kommen wir jetzt zur nach dem Start und während dem Flug. Nach dem Start, ganz einfach, wir sind jetzt gestartet, der Tower hat uns übergeben zu einem anderen, zum München Raider. Es gibt Langen Raider, München Raider und Bremen Raider. Und diese Sanktion, sage ich jetzt mal, oder Fraktion, ganz einfach, sind dafür da, die Abfertigung in der Luft zu machen. Sobald ein Approach online ist, also ein Approach, wird der sich um den Luftraum München kümmern, also um den Flughafen München. Und sollte dann auch noch einer bei München Raider online sein, dann ganz einfach, heißt, er übergibt euch und ihr funkt halt das folgende: München Raider Servus, Lufthansa Sierra Niner, Altitude 4000 Feet, Climbing 7000 Feet. Und dann passt es soweit und dann sagt der ATC zu euch: München Raider Servus, Identify.
Climb Flight Level 240. Genau, und das tut ihr einfach dann Readbacken. Lufthansa 09er Climb Flight Level 240. Und damit habt ihr es eigentlich schon. Das Einzige, was dann während dem Flug noch kommen kann, ist, dass sie euch ein Descent sagen, heißt eine Sinkrate, also wie tief ihr dann sinken sollt. Und die sollt ihr halt erfüllen ab irgendeinem Point, zum Beispiel TBO, irgendwie sowas vielleicht. Und dann sollt ihr bis dahin auf 11.000 Feet zum Beispiel gesunken sein. Und das müsst ihr dann halt so koordinieren. Genau. Kurzes Tutorial heute, kurz und knackig, aber im nächsten Tutorial wird es darum gehen, wie ihr dann die Landung angeht und vielleicht kommt sogar davor nochmal ein Flug, ein Beispielflug, wo ihr seht, wie die Landung verlaufen wird. Genau, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Haut rein, ciao!